Warte mal, ab. Nee, okay. Gut, doch der falsche. Ist doch nicht in einem durch. So. Na dann. Gehen wir mal wieder eine Ebene weiter nach oben. Dass ich sie besiege, De Witt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Nee. So, einmal schön außen rum. Und ab dafür. Maschinendeck. Comstock hat mehr getan, als sie zu foltern. Er zieht sie auf seine Seite, aber das werde ich nicht zulassen. Nein, das werden wir nicht. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Ach ja. So, was haben wir denn hier? Comstock ist ein Deck höher. In der Kabine des Propheten. Oh, was haben wir hier Feines? Achso, das ist wieder... Das ist dasselbe, nur auf der anderen Seite. Okay. Okay. So. Haben wir ja schon alles. Karabiner. Irgendwie Scharfschützengewehre oder so. Scheinbar nicht. Und hier sieht's nach wirklich Big Battle aus. Elizabeth! Geht klar! Oh oh. Die ziehen mir jetzt wieder kaum was. Bam! Okay, einmal rum. Tschüss! Tschüss, ganz ruhig! So, und tschüss, du Penisnase! Bam! Zack! Alter, da nehmen die echt heftig Schaden durch. Wenn die nicht schon von Dings gekillt werden hier? Nice, ey. Alter, wie heftig das Ding ist jetzt. In der Combo. Ich bräuchte mal ein paar Salze, bitte. Sonst muss ich mir gleich noch welche suchen. Jupp, her damit. Dann wohl doch nicht. Naja, egal. Ich hol mir jetzt erstmal noch ein paar Salze nach Möglichkeit. Ja, guck mal hier. Hier haben wir direkt. Zack. Ach, mehr bringt das gar nicht. Ich dachte, das bringt da doch etwas mehr. Aber gut. Man kann sich irren. So. Da drüben nochmal kurz nachgucken. Was haben wir da? Neue Hosen, wütender Stampfer. Wenn deine Gesundheit extrem niedrig ist, nee. Nehme ich nur so mit. Alter, wie schnell ich den Handyman platt gemacht habe, ey. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Ja, das brauchen wir alles nicht. Ich will ganz gerne ein Scharfschützengewehr, wenn es genehm ist. Aber so wie es aussieht, ist das nicht drin. Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Naja. Die Zeit ist schon mal rückwärts gelaufen. Was ist das? Das ist mein Turm.
Ah. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in Ach, dem das Turm... Ist davon? Wie hieß denn noch der Vogel? Wie hieß der verkackte Vogel? Ha, das Ding wird auseinanderfallen, dann Battleship Bay, dann Fink. Das ist quasi die Geschichte hier. Dann wird sie töten. Aber mal schauen, ob das auch so alles in Erfüllung geht. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Okay, ich komm mit. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Naja. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich! Los! Ach, sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Okay. Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Ja, das Ding einfach reinsteuern, würde ich mal sagen. Tja, wie wir am Anfang fast ertränkt wurden, haben wir jetzt ihn ertränkt. Ah, okay, führt beides nach oben. Oh, okay. Was haben wir hier? Präzisionsgewehr, juhu! Sehr schön. Okay, ah. Der Prophet stirbt. Die Metastasen haben ihn schnell altern lassen. Warum verfällt dieser Comstock, während ein Comstock in einer anderen Welt gesund bleibt? Wenn unsere Gene Schicksal sind, wie kommt dieser Unterschied zustande? Vielleicht durch Kontakt mit der Vorrichtung? Das muss weiter erforscht werden. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, was passiert mit dem, der im Taufwasser zurückbleibt? Ist er einfach weg? Oder existiert er in einer anderen Welt mit all seinen Sünden? Hm.
Kannst du das knacken? Oh Mann. Jetzt scheint es wirklich langsam aufs Ende zu gehen. So ziemlich jeder Gegner, den wir bisher hatten, ist, naja, hinüber. Mehr oder weniger. Auch hier Comstock. Deswegen steuern wir das jetzt. Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Käfig auf Englisch. Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Booker! Hast du das vorhergesehen, Alter? Wir müssen uns bereit machen. Ich glaube, die wollen an Bord kommen. Kann sein. Der Vogel! Er schickt sie ins Grab. Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen? Elisabeth, hör auf! Es ist nur die Totenbucke. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte. Los. Los, 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 los! Booker, er hilft uns! Wir können ihn gegen die Wachsflotte einsetzen! Nice! Raketen! Na super. Du kannst den Songbird befehlen, feindliche Bedrohungen anzugreifen. Ziele auf ein beliebig markiertes Ziel. Beliebiges markiertes Ziel und halte F gedrückt, um den Angriff zu starten. Größere Ziele verursachen eine größere Abklingzeit. Booker, sag ihm wohin! Was ist da los? Nice. Booker, Kampfschiffe! Achtung! Oh, da. Und da. Medizinkits. Nein! Ah! Pissnaken. Ich kann nichts finden. Da ist noch was. Hier! Na also. Pissnaken! Das Kampfschiff runter. Da kommen noch mehr! Ah, das ist halt zu wild. Bam! Bam! Jawohl, ja. Hui! Nicht schlecht. Mach! Schon dabei! Alter, ganzes Magazin hat Songbird der geschluckt. Ist bereit, Booker. Oh Gott. Booker, da drüben, die Vox. Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Ach, Mann, ja, genau. Dieser kleiner Flachwichser. Snake! Wichser! Du dachtest, die Straßen seien mit dir! Hier, das wird helfen! Sehr gut! Danke dir! Blut, Schweiß und Tränen gepflastert! Und zwar mit Rüssel! Aber heute werden unsere Tränen zu Gold! Und deine... Ich brauch den Vogel! Zeppelin! Ah, okay!